Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zur Alpha von Battle for Azeroth. Ich wundere, hier steht noch Legion, das ist aber falsch, das ist nur noch ein altes Logo. Wir sind in der Alpha, wir haben hier zwei Server zur Auswahl. Ich nehme den Server Sylvanas, weil ich mag Sylvanas einfach mehr als Anduin. Das kann, glaube ich, jeder auch nur bejahen. So, und ich will euch ganz kurz noch sagen, bevor wir jetzt hier starten, wie die Roadmap aussieht für dieses, ja, Let's Play quasi. Und zwar, wir machen zwei Dinge. Wir machen zum einen ein Let's Play von der Alpha. Das werden wir gleich sehen, wie das dann aussieht. Ich bin selber gespannt. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können und was nicht. Schauen wir einfach mal. Und wir machen nebenher die Klassenvorschauen. Also die mich noch von Legion kennen, die wissen das. Da habe ich von allen Klassen eine Klassenvorschau gemacht. Eine recht umfangreiche, halbe Stunde, Stunde oder länger. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch zu Battle for Azeroth. Die Videos kommen allerdings nicht in dem Let's Play, sondern die werde ich ein bisschen auslagern und für jede Klasse ein Video machen, wo wir uns jeden Spec angucken und die Talente und Fähigkeiten testen und alles komplett machen. So, okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Let's Play an. Ich möchte gerne einen männlichen Charakter. Und wir gucken einfach mal. Übrigens, der Dämonenjäger ist noch nicht verfügbar hier. Der ist aus irgendwelchen Gründen nicht da. Wahrscheinlich wird er gerade noch überarbeitet. Deswegen, wir gucken einfach mal. Ich würde gerne Schamanen spielen tatsächlich. Aber auf keinen Fall einen Zwergschaman. Man, Dranai-Schaman. Wobei, wir können auch hier die verbündeten Völker nehmen, ne? Die können allerdings keinen Schaman spielen. Seltsam. Okay. Lehrenelf, Nachtgeborener. Wollen wir mal so einen Lehrenelfen spielen? Ja, ich glaube schon. Dann machen wir uns einfach mal hier so einen Lehrenelfen, Hexenmeister, ist doch ganz lustig. Und wir nennen ihn. Thor. Keine Ahnung. Ist egal, ist nur Alpha. So, noch ganz kurze Info für die. Die mein Hochbergtauchen-Let's Play gucken. Seid nicht böse, ich habe es ja angekündigt. Wir pausieren das jetzt, aber keine Sorge, wir werden das noch weiterspielen. Die Alpha-Content-Möglichkeiten sind begrenzt. Das heißt, wir gucken uns jetzt aber erstmal die Alpha an und danach geht's in diesem Hochbergtauchen-Let's Play weiter. Okay? So, Addons haben wir keine aktiviert. Wir spielen ganz klassisch, ganz Standard, dass wir auch sehen, wie das neue Interface aussieht in Battle for Azeroth, sofern es denn neu ist. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, meins. Tipp! Klickt bei gedrückter Umschalttaste auf einen Spielernamen im Chatfenster, um zusätzliche Informationen zu diesem Spielercharakter zu erhalten. Ah, wie schön schnell das Ding läuft, wenn man keine Addons aktiv hat. So, Testfeedback machen wir nachher. Können wir immer mal machen hier, irgendwie Bugs reporten oder so. Ja, und da stehen wir. Da stehen wir rum. Ne? Wir haben... Aha, wir sind jetzt hier auf Zerstörung. Ja, gucken wir uns nachher an. Und wir haben jetzt hier, oh Gott, ein Item-Level von 190. Ich habe 14.600 Leben und bin Stufe 110. Also das wird wohl, grüne Items, okay. Also das wird wohl irgendwie der, weiß ich nicht, der Start sein für das Add-on. Ich denke mal, wer jetzt gerade noch raided und sich gut equipped hat, der hat ein bisschen besseres Gear, aber das wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel nehmen. Mal gucken, wie sie es dann generell squishen. Ich habe da jetzt keinen Vergleichswert, leider. Vielleicht gibt es da irgendwas, müsst ihr mal googeln. Ob er da was findet. So. Zerstörung. Will ich denn Zerstörung spielen? Puh, ist die Frage, ne? Nee, ich will eigentlich lieber Dämonologie spielen. Ich mag das zum Leveln am liebsten wegen der Teufelswache. So. Ich werde es hier ganz bewusst nicht auf irgendwelche Änderungen eingehen. Ich möchte das jetzt hier wirklich als Let's Play machen. Ne? Wer sich für die Änderungen dann interessiert, wir werden sie sicherlich mal ansprechen oder so, aber jetzt nicht im Detail, der soll dann sich einfach mal auf die Klassenvorschau freuen und die dann sich angucken. So, wir haben hier offenbar neue Talente. Das sieht man immer daran, dass sie auf Englisch sind. Growing Shadows, 40 Meter Reichweite, passiv. When your Dreadstalkers charge into battle, their Dreadbite attack now hits all targets within 8 yards and deals 25% more damage. Okay, also da machen quasi diese Teufelshunde beschwören hier, Schreckenspirsche heißen die ja, AOE Damage. Dämonische Stärke ist ein Off-CD. Fällst du unter 400 Increased Damage, okay. Und Eiterplagenbomber. Oh Gott. Was für ein Name? Tier open a portal to den, also ich kann es aber auf Deutsch übersetzen, also mache irgendein Portal auf. Bla bla bla, 6 Sekunden macht ein bisschen Schaden. Ach, ich nehme das Passive hier rein. Generell zum Level nehme ich ganz gerne passive Sachen. Dämonischer Ruf, Shadow Bolt, Zeit für Chance 20% Max und Next Call. Ah ja, das ist auch ganz geil.
Ja, nehme ich das rein. So, das ist das passive Schild, das will ich auf jeden Fall haben. Dann haben wir aus den Schatten. Cost targeted 20% Shadow Flame Damage. Mhm. Seelenstoß. Kommt ihr Felgard Strike into. Mhm. Und finsteres Scheusal beschwören. Ein finsteres Scheusal. Hat aber lange Cooldown, ne? Nimm auch das hier. So, er wird das dann verringert. Das ist der Heal. Ja, nehmen wir den Heal mit rein. Dann haben wir hier den inneren Dämon. Alle 10 Sekunden passiv ein Wildwichtel, der für euch kämpft. Es besteht eine Chance von 10%, dass auch ein zusätzlicher Dämon beschworen wird. Cool. Einen zweiten Dämon. Achso. Nö, das finde ich cool. Da kommt immer mal ein kleiner Wichtel oder mal ein anderer Dämon. So, und hier unten. Cooldown. Simon Tyrant. Demonic Tyrant now destroys and absorbs the remaining power of all your wild imps to empower itself. Ja, nehmen wir das. Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich. Das sind dann so eher Raid-Cooldowns wahrscheinlich, die dann da relevant sind. So, jetzt muss ich mal kurz hier. Also ich schmeiß mal kurz den ganzen Quatsch hier raus. Brauche ich ja alles nicht unbedingt. Ich will doch nur leveln. Chaotisches Sonros des Netherfürsten. Ist das. Was steht da? Nicht in eurem Besitz. Ja, toll. Na gut. So, das brauche ich. Ich schmeiße kurz alles raus. Das lasse ich mal drin. Müssen wir ganz kurz unsere Fähigkeiten hier durchziehen. Und zwar, wir haben. Was haben wir denn eigentlich an Volksfähigkeit passiv? Eure Fähigkeit, da haben wir eine Chance, euch mit der Essenz der Lehre zu verstärken. Das ist ja nett. Habe ich auch räumlicher Riss. Reaktiviert diese Fähigkeit, um euch zu einem Riss zu teleportieren. Cool. Ah, okay, da hinten ist es ein Riss. 30 Meter Range. Er hält aber nicht lange. Na gut. Okay. Dann haben wir hier Auge von dem Kira, brauche ich nicht. Blutsauger könnte hilfreich sein. Mal gucken. Dämon beschwören habe ich. Da kann ich hier auch meine Teufelswache mal holen. So. Ich glaube, die Hintergrundgeräusche sind ein bisschen lauter. Warte mal. Ich habe das noch nicht richtig eingestellt. So, ich glaube, so ist es besser. N. Nee, warte. Stimmt nicht. P. Dämonenblitz. Aha, das ist wahrscheinlich eine wichtige Fähigkeit. Ich habe Ewigkeiten kein Hexer mehr gespielt. Dämonische Tyrannen beschwören. Ah ja, das ist das dicke Vieh. Mache ich mal hier hin. Das Tor brauche ich nicht. Das ist der Death-CD, ja. Furcht brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Machen wir mal hier hin. Hand von Gul'dan habe ich schon. GS machen wir hier hin. Nee, Quatsch. Mache ich dahin. Und ziehe mir den dann hier ins Interface. Dahin, zum Heal. So, warte. Implosion. Ah ja, das ist der AOE. Schattenfuror. Schreckenspecial habe ich. Bla 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 bla. Seelenbrunnen brauche ich nicht. Seelenstein können wir uns auf uns selbst wirken. Genau. Verbannen brauche ich auch nicht. Ja, sieht doch gut aus. So, warte mal. Da mache ich mir jetzt hier das mal so und so. Und so und so. Ich hoffe, dass das so jetzt funktioniert. Habe ich gar keinen Dot? Axtwurf. Achso, das ist der, ja. Nö, guck mal, ich habe keinen Dot. Bis auf den hier natürlich, ne? Achso, das war das Verdammnis-Ding, ne? Warte mal, das war hier. Ja, aber dann finde ich das Ding eigentlich cooler hier zum Leveln. Naja. So, jetzt, achso, einen Mount brauche ich noch. Einen Mount. Fliegen ist nämlich hier nicht. Herr Fröstelig, warte mal, Reittiere. Gibt es ein cooles Mount auf dem Server? Das ist nur so Standardkram, hä? Das nehme ich. Das ist cool. Yeah. Ja, da sind wir doch quasi ready. Ich mache nochmal einen Chat-Overlay an. Was allerdings, warte, ich muss mal mein Chatfenster richtig schieben. So. Ich würde so hier eh keine anschreiben, aber. Ist ja auch egal. So. Okay, jetzt stehen wir hier. Muss ich, habe ich irgendwie eine Quest? Ah ja, das ist die Map. Okay. Wir sind in Azeroth Kul'Tiras im der Tira Garden Sund. Und wir haben hier überall Quests. Das heißt, die dürfen wir jetzt offenbar machen. Das hier scheine ich zu sein.
genau, mit einem riesigen Pfeil. Das heißt, wir machen... Ja, wir gehen mal dort an Bord. Oder wo ist denn die Quest? Die ist... Ah ja, da auf dem Schiff. Okay. Dann machen wir das doch einfach mal. Warum hier gerade Nacht ist, ist mir unklar. 1.48 Uhr ist natürlich völliger Unsinn. So. Komm ich hier hoch? Ah, guck mal, da ist eine Leiter. Ui. Aber hier ist keine Quest. Dann ist die offenbar dort hinten. Okay, warte mal, dann gehe ich da mal hin. Und hier ist auch nochmal eine Quest drin. Von Taelia. Kriegt man hier nicht normalerweise so eine Startquest? Vorgeschlagene Inhalte? Plänkel, Berufe, Sekundäre. Wahrscheinlich ist das noch alles noch nicht fertig. Nutzt die Planungskarte, um auszuwählen, wo ihr euer Abenteuer... Ah, okay. Ja, dann... gibt's einen Trailer. Kultiras hat mehrere große Adelshäuser. Hier in Boralos teilen sich die Macht hauptsächlich Prachtmeer und Aschenwind. Die Prachtmeers kontrollieren das Militär. Die Stadtwachen und Marinesoldaten unterstehen alle Lord-Admiralin Catherine Proudmoore. Im Prinzip regiert sie die Nation. Aschenwind kontrolliert das Vermögen. Die Handelskompanie Aschenwind unterhält fast alle offiziellen Staatsverträge für Handel und Produktion. Sie haben nach Daeldins Ableben über die Jahre mehr und mehr Macht eingesammelt, auf die eine oder andere Arbeit so ziemlich jeder für sie, selbst die Banden. Wir wissen, dass sie korrupt sind, aber ohne handfeste Beweise können wir sie nicht anklagen. Außer dem Tiargarasund gibt es noch die Ländereien der Familien Kronsteig und Sturmsang. Im Westen liegt Drustvar, eine Bergregion, die den Hauptteil des Erz- und Viehbedarfs im Königreich deckt. Die Kronsteigs waren immer standhafte Unterstützer der Prachtmeer-Dynastie, aber in der letzten Zeit hören wir nur verstörende Gerüchte über verseuchte Landstriche und Hexenjagden. In einem Krieg sind wir ohne ihr Eisen nicht sehr hilfreich. Im Norden findet ihr die fruchtbaren Ländereien der Sturmsang-Familie, Heimat zahlreicher Bauernhöfe und Werften. Jedes seetaugliche Schiff von Kultiras wird von ihrem uralten Orden von Gezeitweisen gesegnet. Sie halten Zwiesprache mit der See und leiten unsere, aber sofern die Allianz derzeit nicht wegen Kohlenmangel verhungert, vermute ich, seid ihr eher an der Flotte interessiert. Leider. Haben wir keine Ahnung, wo sie ist. Die Gezeitenweisen haben sich in ihren Abteien zurückgezogen, aber scheinen nicht in Lage oder willens, die Flotte heimzulotsen. Catherine wird niemals der Allianz beitreten, solange sie Lady Aschenwind vertraut. Selbst wenn, können wir die Horde schlecht ohne Eisen und Schiffe bekämpfen. Tja, also wenn Blizzard es nicht vertont, dann vertonen wir es halt selber. Okay, jetzt haben wir ein kleines, ich muss mal irgendwo anders hinschieben, vielleicht dahin. So, jetzt haben wir ein paar Informationen bekommen. Also hier gibt es offenbar so ein bisschen Fraktionsstreit innerhalb der Stadt. Und wir dürfen jetzt hier auf der Karte unseren nächsten Punkt wählen. Der Tira Gardensund. Das Herz von Kultiras leidet unter internen Machtkämpfen, genau. Banden treiben ihr Unwesen, während die adligen Anführer in Macht und Einfluss streiten. Deckt eine tödliche Verschwörung auf und verhelft Haus Prachtmeer zu altem Glanz. Das können wir tun, oder Drustvar, die unerschütterlichen Beschützer des Hauses Kronsteig halten an der westlichen Grenze die Stellung. Aber in der letzten Zeit ist jeglicher Kontakt zu ihnen abgebrochen. Überquert die Grenze, um zu erfahren, was aus ihnen geworden ist, und schlagt den wieder auflebenden Einfluss eines alten und furchterregenden Feindes nieder. Das klingt viel, viel interessanter. Können wir auch beides machen? Ich denke schon. Ich mache erstmal jetzt das erste. Oder? Ja doch. So. Ich würde gerne... Did you experience any bugs? Warte, das ist irgendwie... Ich kann das irgendwo... Vielleicht hier unten? So. Quest beenden. So.
Okay. Folgequests gibt es keine, dann wird es wahrscheinlich hier bei dem Schönwind sein. Hallo. Na du schöner Mann. Ich finde, sie haben es grafisch wirklich, grafisch wirklich ganz gut hinbekommen. Ne? Ist ja mit jedem Addon so ein bisschen grafische Erneuerung. Feuert Finns Pistole auf das Fass im Gasthaus ab. Okay. Und da ist ein Portal. Ah, da ist das Fass. Okay, cool. Ups. Was war das? Tja, Carsten. Wir spenden. Sprecht mit Kassens am Osthafen, nehmt die Fähre von Willi Meinhold am am Handelswindmarkt. Okay. Ja, klingt doch nach einem guten Plan. Wir müssen jetzt darüber gehen. Irgendwie haben wir ja keine Musik, ne? Wir haben zwar Hintergrundgeräusche. Doch, jetzt haben wir wieder Musik. Vielleicht nur zu leise, hm? Machen wir das einfach mal so. Okay. Dann gehen wir mal dahinter. Sightseeing mache ich jetzt hier nicht. Wir werden sicherlich eh alles sehen. Also freut euch drauf, dass wir eh alles uns angucken mit der Zeit. Und hier ist eine verschlossene Tür. Schade. Wie komme ich denn da jetzt hin? Aber das ist doch hier der Hafen, oder? Warte mal. Captain Schönwind. Sprecht mit Kassens am Osthafen. Nehmt die Fähre von Willi Meinhold am Handels. Achso, von Willi Meinhold. Kann ich auch ein bisschen zoomen, aber wirklich viel sieht man nicht. Ferry, boah, lost hier gerade Sound. Okay. Müssen wir mal gucken, hier eine Fähre. Ist das diese hier? Halford Wimbrain. Ja, ich muss ein bisschen suchen, ne? Das ist halt so. Aber es ist ja so, es gibt ja keine Flugpunkte in dem Addon, sondern es gibt ja Fähren. Das heißt, diese Dinger hier sind ja keine, also da, ne? Ah, genau. Willi Meinhold, siehste? Upsala. Hey Willi, ich komme. Ich komme zu dir gefliegt. Los, hoch da. Mist. Komm ich hier vielleicht hoch? Ich versuch's mal auf die altmodische Art. Ja, das geht. Okay. Willi Meinhold. Hallo? So, per Flug erreichbarer Ort. Dann würde ich sagen, machen wir unsere erste Reise mit dem Boot. Los geht's. So, das sieht doch mal ganz nett aus. Durch die Kanäle hier. Ich weiß, es ist ein bisschen finster, weil ja Nacht ist. Wird es sicherlich auch bald Tag werden. Der Mond geht bald unter. Wann geht hinten dann die Sonne auf? Aber es ist eigentlich ganz lustig hier. Um mal schön bei Nacht zu spielen. Und es ist auch wesentlich dunkler. Ne? Wenn du mal so vergleichst mit dem echten, also mit dem Live-WoW, ist es schon ziemlich düster. Das gefällt mir. So, sind wir gleich da. Das ist ganz cool, so eine Hafenstadt hier quasi. So, da sind wir ja auch schon. Osthafen. Ein bisschen hier umsehen. Ja, doch. Ein kleiner Hafen, ne? So, ich würde sagen, wir reiten da einfach mal hoch. Und da haben wir einen Gegner. Warte mal. Da kann ich ja theoretisch mal meine Fähigkeiten kurz mal testen. Also normalerweise, was ich jetzt noch weiß vom Hexenmeister war, man haut die drauf. So, und dann castet man quasi diese Schattenblitze. Und da muss man halt immer wieder diese Wichtel beschwören. Klippen. Was? Klippenbundiger Fuchs, okay. Ja, also der Schaden ist äußerst kacke. Also Freunde, wenn ihr noch Zeit habt vor dem Addon, dann equippt euch. Na, ich muss mal hier Auto-Loot. Doch, hier war das, ne? Schnell plündern. Anmachen.
Okay, der hat nichts dabei. Der Schaden ist schon relativ lächerlich, muss ich sagen. Vielleicht, ich mach's nochmal hier. So. Das ist wirklich low. Aber gut, wir wissen auch nicht, ob es schon gebalanced ist. Wir wissen nur, also die Mobs skalieren wieder mit, wie in Legion, ne? Das bleibt ja erhalten. Ja, weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, ob das wirklich so sein soll, dass man hier echt so fast Duelle macht. Von der Zeit her. Oder es liegt am Hexenmeister, dass das scheiße ist. Das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. So, Kessens, hallo. Quest beenden. Untersucht 5 markierte Waren in der Aschenwindgießerei, okay. Und tötet 10 Betriebswachposten. Okay. Und befreit 6 schuftende Straßenkinder aus der Aschenwindgießerei. Ja, das übliche Questdesign. Schiebt die Kinder hier auf diese Westseite der Gießerei. Ich warte hier und passe auf, dass sie keine anrührt. Das ist nett von ihm. Der findet schönen Wind. Wir treffen uns dort, sobald ihr ein paar Informationen über diese Lieferungen habt. Ja. Ich würde sagen, das soll uns für die erste Folge soweit reichen. Nächste Folge schauen wir uns dann hier diese kleinen Knechte an. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis gleich.